dann nur berühren oder hingehen soll, wenn das Wortsignal kommt. Aber ja. Das ist er ja jetzt noch im Moment. Genau. Das ist jetzt Gegenstand, ja, führt er dazu, dass er hingeht. Ne? Das war so gerade. Super. Aber macht das nicht schwitzen? Ja, das macht er dann, ne? Weil dann kann man es nach und nach immer so nicht von dir ist, sozusagen, sehr gut, er macht das automatisch, super, sondern dass das ja ein, also quasi ein Eigenleben führt, dieser Gegenstand. Und ja. Kleinheit, möglichst nicht Händchen halten, sofort hinterherlaufen, sondern wirklich Gegenstand ablegen, dann beobachten, wie er dann hingeht und berührt. Für den Moment fast genug hat und wir machen das vielleicht noch einmal oder so, dann machen wir das noch was anderes, dass man eben auch, also nicht eben das immer mehr und mehr und mehr, sondern 10 Wiederholungen oder so und das reicht jetzt für den Tag auch. Ne? Dass man lieber das über ein paar Tage streckt, weil das ist hier ein ganz schwieriger Arbeitsschritt. Da reagieren die Pferde ganz unterschiedlich drauf. Manche werden eben so ein bisschen passiv, weil sie nachdenken, weil es eben schwierig ist. Ne? Ja. Andere werden dann ein bisschen hibbelig und er denkt, wie man sieht, er denkt oft erstmal nach. Ne? Mhm. Und dann macht er. Das finde ich aber auch sehr, sehr gut. Ne? Er ist kein, der so. Super! Super! Fein gemacht! Lass uns das mal kurz ein bisschen weg. Seine Hand behalten, weil der sich sonst dreht er sich von alleine um. Weil es ist nämlich gar, ja, genau, gar nicht so einfach. Manchmal, wenn du ihn hier auch einmal geben kannst, ist es manchmal nämlich einfacher, wenn du ihn so hältst, weißt du, so, und den Griff ihm gibst und den Kicker so hier in die Hand. Ja, okay. Da das Einfachste. Genau, dann würde ich den nächsten irgendwie mal, genau, das ist schon mal markern, das weil du, ist es schon ziemlich gut, ne? Und wenn du kannst, kannst du ja nochmal den Griff so hinhalten, dass wirklich für ihn, genau, die Maulform sozusagen, genau, da ist es einfacher, ne? Dass genau wie ein Gebiss sozusagen das auch so reingehen würde. Prima! Sehr gut. Gut machst du das. Ja! Genau, und da siehst du ja genau diesen Effekt, er will das dauernd wieder machen, dass er sein eigenes Tempo findet mit dem Ding. Genau, dass man eben ihm da auch Zeit lässt, das wirklich präzise zu machen, bevor man sich selber vorstellt, er muss es jetzt nur einmal noch und dann reicht es damit wahrscheinlich demnächst auch schon, weil er auch da. Das ist schön, ne? Ja. Und das ist eben das, was du an dem Chat hast. Ja. Dass du den nicht belohnst, ne? Sondern dann eben ein Stück wegnimmst, aber sofort wieder belohnst, sobald er dran ist. Und das wirklich ganz häufig. Im Moment kann es nicht zu häufig sein. Im Moment ist es wirklich, kann er auch 20 Minuten dafür, für dieses eine Stück früher. Ne? Weil dieses Rollen, das entsteht dann, wenn er riesiger wird, den 30 Meter sein. So, genau, und dann geht er wieder nach vorne. So kommt so ein bisschen Spieldynamik auf, ne? Dass er immer so ein Stück rollt und auch dann nicht zu nah am Vorderbein ist. Weil ich glaube, er hat auch immer die Idee, wenn der Ball quasi näher am Vorderbein als an der Nase ist, dass er dann mit dem Bein kommt. Und wenn der Ball nach vorne ist, kommt er mit der Nase. Das heißt, mit deinem jetzigen Arbeitsschritt ist es gut, den Ball immer möglichst eher vorne vor der Nase zu haben, wenn du ihn sonst selber mit dem Fuß oder mit der Hand anrollst wieder. Bevor er zu nah an den Beinen ist, das sollte man aufgeht, ne? Weil das kann ja auch passieren, dass er dann Angst bekommt. Ne? Mega schön, diese. Toll. Da war schon fast ein Versuch, ne? Ja, schau, da hat sich der Ball bewegt, ne? Und dieses, wenn Ball sich auch nur so minimal bewegt, wie eben, ne? Ja. Das